So, da sind wir schon wieder. Wirklich nur Sekunden später. Weiter mit den Rieslingen und einzelnen Silvanern. Die blöde Kamera spinnt halt immer wieder mal und dann, bevor wir wieder mal neben der Spur sind, bremsen wir und machen dann halt mehrere Videos. Vielleicht müssen wir einfach schneller arbeiten Wir arbeiten doch schon. hier. Naja, eigentlich nicht. Wir quatschen. 330064. So, wir sind bei den 92 Punkten angelangt. Das waren wir vorhin schon beim letzten Wein. Oh. Ja, Herb, grün. fest, kühl. Ja, also pflanzlich. Schöne Kräuteraromen. Etwas helles, mineralisches drin. Ein bisschen so ziemlich feine Suppenkräutertöne. Genau, die. Ja? Also muss man schon. Ich denke wieder an Essen. Zwangsläufig. Sehr schön. Fein geschliffen, ein bisschen Schmelz. Richtig, das ist Das ist doch nochmal wirklich Silvaner. ganz. Nee. Ist das Riesling? Da Io. siehst du es, wir haben es vorhin gesagt, man kann es echt verwechseln. Weil er diesen Schmelz hat. Aber Richtig. es ist Franken. Das Okay. war schick. Dann merkst du den Boden mehr als die Sorte. Aber es ist Hat schon wirklich sehr die schön. Extraktsüße, also der Silvaner. War trockener, meinst du? Ja, Ich das habe stimmt schon. so. Das muss ja nicht nur Extrakt sein. Es kann auch sein, dass das 2 Gramm mehr Zucker hat. Wobei das überhaupt nicht süß schmeckt. Ganz und gar nicht. Ja, es hat nur Schmelz. Ich fand sogar den Silvaner zwingender. Ja, erstens, echter Berg, das hat immer ein bisschen Schmelz, das ist schon ein bisschen, das gehört da auch hin. Okay. Und es ist echter Berg, klar, ne? Weil vorhin hat man Großberg. Es kann also gar nichts anderes sein. Aber trotzdem hat er Eleganz. Ja, also ich will die Punkte nicht in Frage stellen. Ich auch nicht, also das ist schon echt schön. Gut, das da? Ja. Ja. Also, wir haben nochmal Hans Wisching. Julius Echterberg, Riesling. 330121. Sehr zurückhaltend. Ja, also ganz feine Nusstöne. Etwas sehr und noch was sehr Feineres. Ich rede an den, nein, Kräuter. der Florales hätte ich. So helle Blütentöne. Ja. Alles ganz Ein kühl bisschen wieder. kräuterig, auch so was Feinkräuteriges. Und insgesamt sehr fein. Ja. Ganz reintönig, ganz geschliffen, kühl und finessenreich. Und so ist er auch im Mund. Wirkt ziemlich ruhig. Die Hefe nimmt ihn noch spürbar ein, das merkt man also auch am Gaumen. Das sind so diese hellen, nussigen Töne, die so. Aber großer Wein. Macht mir viel Freude. Ganz eleganten, noblen Art. Wie so ein Tänzer im weißen Anzug. Sehr schön. Stimme ich dir zu. So ganz und gar unaufgeregt und unspektakulär für den Böcklin Wolf. Aber einfach schön. Gibst du mich? Was ist es? Ah, okay. Und plus? Weiß nicht. Plus? Glaubst du, wird noch besser? Ja, ich stelle das jetzt einfach mal zur Also, Diskussion. das ist, ich umgehe die. Das ist nämlich der Deidesheimer Langenmorgen.
Würdest du ihm gerne ein Mehr geben? Also ich finde den Stahlbau ist sehr gut. Ich finde, das ist gerade richtig. Also ich finde, er kratzt an. Kratzt er? Mhm. Meinst du? Aber gut. Ja. Wir können ja nochmal zurückstellen. Ich mache heute keine Schatten. Du kannst aber 3 nochmal reinstellen, bitte. Komm. Dann wissen wir es gleich. Stellen bei 3 hinten nochmal rein. Und dann... 330150. Gibt es keinen Streit. Ganz anders. Ja, vor allem, man merkt da ein bisschen Holz. Ist auch ganz helles Holz und nicht aufdringlich. Aber da riecht man es wirklich. Ein bisschen was Dunkelbeeriges hat er drin. Mhm. Es ist stilistisch wirklich ganz anders. Mhm. Ganz zarte Süße. Reife Frucht, Schmelz, so ein mürben Gerbstoff, der sicher zum Teil auch wieder vom Holz kommt. Das hier sieht oh, aber das gibt ihm schon Rückgrat. Das kannst auch fast kauen. Und kannst du das mit dieser leicht schokoladigen Note nachvollziehen, dass er da hindert? Ja, aber so was hauchdünnes. Mhm. Und was er auch hat heute, ist sie so ganz leicht getrocknet, pilzig. Ja. Weißt du, da gehen wir schon wieder fast in diese Umami-Richtung. Ja. Mhm. Auch spannend. Das macht echt Spaß. Sich mit ihm ein bisschen zu beschäftigen. Mhm. Hat bestimmt immer wieder neue Facetten. Mhm. Das wird immer ein grandioser Essensbegleiter. Mhm. Also da bin ich näher bei 3 als beim anderen. Na gut. Dann. Ach, hier lässt er dich gleich breitschlagen. Das war ja einfach. Oh, das ist halt lang. Ja, wieso denn nicht? Hast du denn wieso nicht? Wir sind wieder bei von Winning und zwar beim Foster Ungeheuer. 330070. Oh, sehr auf der vegetabilen Seite. Ja, aber auch was hellflorales. Also hat beides. Ja, ich will damit etwas eigentlich vor allem sagen, dass es wenig Frucht ist. Ja, floral stimmt schon. Und kühl und geschliffen. Mhm. Oh, aber das ist Silvaner. Hä? Ja, wahrscheinlich. Yes. Ja, okay. Mit diesen Brokkolinoten. Zucchini und so aber in die Richtung gehen. Zart, ja, das ist alles Fische. Ganz fein. Das ja. ist total appetitanregend. Hm. Gaumenwerft hätte man es eindeutig gehabt. Oh, ist das fest. Da wieder ganz viel Wurzelgemüse, aber richtig feines. So Sellerie-mäßig, oder? Mhm. Aber eine Struktur. Richtig. Das ist sehr, 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 sehr oh ja. gut. Also ich weiß jetzt auswendig nur einen Silvaner in dem Jahr, der da rankommt. Das ist wirklich grandioser Stoff. Also wir halten brauchen wieder nicht inne. Die 93 hat er verdient. Ja. Das ist richtig toll. Ganz fest. Bei aller Kraft überhaupt nicht aufdringlich. Richtig elegant, fein, komplex. Wishing Julius Echterberg, Silvaner, großes Gewächs. So gut. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das da jemals so gut war. Ganz toll. Eine tolle Kollektion, oder? Wishing hat eine super Kollektion dieses Jahr. 330123. Wirklich die beste seit langer Zeit. Ah, so getrocknet floral. Was Öliges hat er für mich schon ja. in der Nase. So
So ein ganz feines Olivenöl. Kannst du das nachvollziehen? Ich weiß, was du meinst, aber ich bin, wäre von selber nicht drauf gekommen. Das wäre so. Ja, und überhaupt so ein bisschen was Pesto-artiges. Aber das alles unheimlich fein und gleichzeitig sehr, sehr fest. Also die Nase ist toll. Wenn man es elegant mag. Das ist alles so unaufdringlich und gleichzeitig so tief und komplex. Mhm. Schlank und konzentriert zugleich. Oh ja. Da stehen die öligen Töne drin am Gaumen und da stimmt es noch mehr. Wirklich wieder dieses Pesto-artige. Und dann so ein ganz festen Kern. Ah, oh, das ist wieder, das ist doch wieder Rebholz, oder? Ja. Sehr ausdrucksstark. Ist das Kastanienbusch? Nein. Doch im Sonnenschein. Ja. Ich hätte, weil er solche komischen, eigenen, wirklich kastanienartig, nussigen Töne hat, hätte ich jetzt das wirklich da hingesteckt. Jedenfalls ist das ein Mordswein. Ja. Mhm. So, kein Alkohol, das hat 12%. Ja, das ist sehr erfreulich. Ganz stark. Mhm. Ja, gefällt sehr. Da mag man gleich weiter trinken. Rebholz, Siebeldinger im Sonnenschein. Wir hatten vorhin schon einen Sonnenschein, das war der Ganzhorn. Das ist der ohne Horn. 330126. Auch nussig. Und fest. Deutlich nussig, ja. Sehr kühlerdiges. Ja, das hat ganz wenig Frucht. Das hat viel mehr, das ist viel mehr auf ätherischer, auf der ätherischen Seite. Ja. Ganz, ja, das ist der Kastanienbusch. Ja. Hm, okay. Auch hochspannend in der Nase. Finde ich auch. Interessant. Die Frucht wird ziemlich reif, also überhaupt nicht überreif, aber das hat auch so was ganz leicht ölig-ätherisches auch am Gaumen. Sehr schön. Was Dunkles drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Sonnenschein nicht der größere ist. Schwackig ein bisschen. Spannender, also wir sind jetzt hier ganz, ganz, also schön ist auch diese unterschiedliche Stilistik und Aromatik, stimmt, des Weines. Den finde ich sogar noch, also interessanter. Mhm. Also gut, dann lass man da. Ja. Eigene Mineralik hat es. Griffig, dunkel. Also, das ist wieder Rebholz, wie angekündigt. Diesmal Birkweiler Kastanienbusch. Tolles Rebholz, ja. Kann man echt sagen. 330119. Ich habe ja gar nichts. So werden wir ja nie fertig. Geduld. Stimmt, wir haben ein Standbild. Ja, genau. Dann müssen wir noch einmal pausieren. Das wirkt sehr verschlossen für mich. Einerseits deutlich so vegetabil, so ein bisschen nach Bohnen, nach Grünen erinnern. Richtig, kann ich. Und dann aber und dann auch Hefe. Was leicht. Hast du nicht auch so auf der anderen Seite etwas ganz Duftiges. Also er wirkt noch etwas unruhig. Finde ich auch.
Da wäre ich jetzt nicht gekommen auf duftig. Aber du bist die Sommeliere, nicht ich. Ich muss ja sowas nicht wissen. Es reicht ja, wenn ich blöd daherrede. Das kannst du. Das hat gut. Jetzt aber gedauert. Na, ich bin du hast versunken. Na, ich, ja, genau. Ich habe überlegt, welche Blüten das sind. Also sowas getrocknet Florales hat er. Das Kerniges. Bisschen was Antrocknendes aber auch. Ein bisschen Gerbstoff. Lässt mich an Magnolienblüte denken. Keine mitreden, kenne ich nicht. Ein bisschen gedeckt und antrocknen diese. Genau, das finde ich auch. Mhm. Also bin ganz bei dir. Ja. Ja. Das dachte ich mir fast, das kann ich natürlich jetzt leicht behaupten. Das ist wirklich ein Wolf. Nochmal. Deidesheimer Hohenmagen. So. 330142. Leider fehlen uns für den Wolf die absoluten Spitzen dieses Jahr. Die sind schon wieder ausverkauft. Und dann haben sie uns erst vergessen und jetzt gab es es nicht mehr. So. Oh, sehr andere fein. Welt. Ja. Sehr einladend. Da blüht viel, habe ich den Eindruck, oder? Ja. Fast schon so. Teerosen, so etwas ganz unauffällige Rose, das ist ganz fein. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ziemlich komplex in der Nase. Die Frucht, die Zitrusfrucht sind teilweise fast getrocknet, also sehr, sehr konzentriert. Aber ganz nobel. Fein, ja. Also da hat man ganz reife Zitrusfrüchte angetrocknet. Sehr schön. Mit so einer kühlen, kräuterigen Mineralik und auch Kräutern. Also. Und das hat einen Schliff und es wirkt richtig kalt am Gaumen. Und dabei hat es einen unheimlich schönen, ganz feinen Saft. Auch wieder diese ganz noblen Zitrusfrüchte. Genau. Das ganze Geschmacksbild beherrschen. Also ein bisschen was Dunkelbeeriges, kannst du das nachvollziehen? Hinten, Gaumen, ja. Gestern war das offensichtlich mehr Tabak. Das auch noch in Spuren hat, aber stimmt schon. Also das ist sehr schön. Ist er nicht eins besser? Leben kann ich damit, glaube ich. Es ist schon sehr, sehr einnehmend und hat einen Matzzug. Das wird auch lange richtig gut reifen können. Was ist das? Aha. Diesmal das blaue Etikett. Deidesheimer Langenmagen. Kannst du dich erinnern? Schau, wie schön die fokussieren, diese Etiketten. Kannst du dich erinnern, dass wir da in Deidesheim bei den letzten Pfalzverkostungen da auch schon echt Highlights hatten? Ja. Wenn ich mich erinnere, ja. Auch im Langenmagen. Scheint sein Jahrgang gewesen zu sein. 330140. Das ist auch unheimlich lang. Das
es wird ganz anders. Apfelig, floral, dann was Dunkles, ein bisschen Heidelbeer, Steinobst sowieso, aber. Also das hat eine ganz andere Farbe im Geruch, wenn man das so beschreiben darf. Und dann gibt er Gas. Zartsüßlich ist er, ein bisschen, hat er so, sicher so seine 4-5 Gramm Restzucker, die das ein bisschen unterstützen. Aber einen tollen Saft. Wieder dieses Rot-Schwarz-Bärige. Hier sehr deutlich. Dann ein reifes Steinobst. Weniger diese Zitrusbetonung, finde ich. Ja, der arbeitet richtig nach. Aber steht hier gut so, oder? Finde ich auch. Du hattest recht. Womit hatte ich recht? Womit hatte ich recht? Hier mit, das war der Forster Kirchenstück. Das war was? Den wir zurückgestellt oder nochmals in die Verkostung gestellt haben. Ach so, das hatten wir schon mal. Ah, alles klar. Na gut, also Kirchenstück. Legendäre Lage. Nein, falsch. Ich dachte es mir fast. 330121. Ja, jetzt hast du alles verraten. Spul zurück. Aber ich habe auch da recht. Macht einen irrsinnig Spaß, aber das ist einer weniger als der Vorgänger. Das ist ganz toll zu trinken. Wird auch richtig schön reifen. Aber das Kirchenstück ist der größere Wein. Auch wenn es wirklich Länge hat. Das hat eine unglaubliche Länge. Und das ist das, warum ich meine, das ist mein Parameter, dass der Wein, er ist feingliedriger. Aber der Zug, den er am Schluss entwickelt, das ist schon... Ich glaube, dass er nicht ganz so sublim ist wie der andere. Nicht ganz so in der perfekten Balance, dass er das... Das ist noch einmal Langenmorgen. Ach so, ja klar, das haben wir ja vorhin schon mal gezeigt. Böcklin-Wolf Langenmorgen. Wir machen es einfach so. Ich lasse ihn halt einfach noch einen Tag stehen und wir schauen uns das nochmal an. Ich störe mir ja nicht dran. Im Moment würde ich ihm nicht einen mehr geben. 330148. Schulde ich dir jetzt was? Ich will das sicher geben. Nicht, dass du dann unerwartet irgendwann damit kommst. Wenn die Kamera nicht läuft. Wer weiß. Oha. Das ist fest. Da muss man sich anschneiden. Komplex. Das ist komplex, ja. Tief komplex. Das packt schon in der Nase zu. Ein Konzentrat. Also für mich ist das ganz viel getrocknete Zitrusfrüchte. Mich macht das schwindelig. Obwohl er unfertig wirkt, gell?
Na, weil er so intensiv ist, ja, so konzentriert. Tabakig. Ein bisschen Holz. Ganz kompakt. Mhm. Eigentlich überhaupt nicht zum jetzt trinken, auch wenn er umwerfend ist. Das ist schon in der Nase so tief. Ja, das ist so ein 10 Minuten Wein im Nachhall. Den würde ich fast noch einen Tag geben. Mhm. Wirkt dabei knochentrocken. Für Fortgeschrittene eher. Schau her. Die für Etikettenfarben haben. Ja, das ist neu. Das sind doch Hippies. Deidesheimer Greinhübel. Ganz erstaunlich. Habe ich in meinem Leben noch nicht so gut erlebt. Naja. Schauen wir mal. Geben wir ihm noch einen Tag. Haben wir noch was oder sind wir fertig? Wir haben im Kühlschrank. Ah, wir sind also durch mit den Rieslingen. Das war's. Die fehlenden Produzenten, die wir jetzt immer noch nicht probiert haben, ich glaube, ich habe jetzt die meisten kontaktiert und angerufen oder die, die ich erreicht habe. Die meisten haben auch zugesagt. Da sind noch nicht alle. Wir hoffen also weiter. Es kann also durchaus sein, dass es noch ein weiteres Riesling-Video gibt. Bis dahin war das auf jeden Fall mal das Letzte. Wir melden uns aber gleich wieder mit den Burgundersorten, klar. Mit den Burgundersorten. Bis dahin. Gleich. Bis gleich.